Der große Feind hat uns den Schlüssel vor unserer Nase weggeschnappt. Verflucht sollen die Elder sein. Hätte man uns nicht aufgehalten, wäre er jetzt in unserem Besitz. Wir wissen immer noch nicht, wofür der Schlüssel gut ist. Laut den Elder kann mir Inquisitor Toth die Antwort darauf geben. Sollte dies stimmen, muss er mir erklären, warum er uns Informationen vorenthielt, die uns im Kampf gegen die Mächte des Chaos geholfen hätten. Ist er ein Verräter? Dieser Gedanke wäre unvorstellbar. Außerdem wissen wir nun, dass wir es nicht nur mit einfachen Chaos-Kultisten zu tun haben, sondern mit einer Verräterlegion. Mit Chaos Space Marines, die sich vor 10.000 Jahren gegen unseren Imperator gestellt haben. Glücklicherweise waren unsere Scouts in der Lage, ihren Hexer und seine Leute zu seiner Basis zurückzuverfolgen. Sie ist nicht weit von unserer aktuellen Position entfernt. Ich würde es genießen, diese blasphemischen Verräter auszuschalten. Ja, damit willkommen bei Dawn of War 1. Und man sieht schon sehr gut, alles wird immer roter durch die Orks. Und wir sind gerade hier. Der Tempel. General, die Blood Ravens kommen von Süden. Wie sind sie so nah rangekommen? General, diese Fliegen sind unwichtig. Wir haben den Schlüssel und genügend Männer, um die Blood Ravens hinter einem Wall aus Leichen festzuhalten, während wir die Zeremonie abhalten. Deine Versprechungen lassen mich kalt, Sindri. Man konnte sich jedes Mal auf meine Worte verlassen, mein Lord. Wir sind nicht in Gefahr. Bis jetzt hattest du Glück, Hexer. Hast du diese Gabe deinem ekelhaften Optimismus zu verdanken? Wir haben eine Nachricht erhalten, General Bale. Wir haben einen neuen Verbündeten, der mehr als bereit ist, die Blood Ravens zu verraten. Exzellent! Bereite alles vor und beseitigt diesen Idioten! Warum? Was habe ich getan? Du warst dumm genug, schlechte Nachrichten persönlich an General Bale zu überbringen. Und wir können keine Dummheit tolerieren. Bruder Martiel, Bericht. Die Chaostruppen haben einen unüberwindbaren Graben durch die Stadt gezogen und den Tempel erobert. Wir sind in schwere Kämpfe verwickelt, Captain. Wir kommen schnellstmöglich zu eurer Position. Haltet den Graben, ich kümmere mich um den Tempel. So soll es geschehen. Du bist fertig, Apothekarius. Wenn der Imperator nicht wollte, dass ich leide, hätte ich keine Schmerzen. In welche verdorbenen Machenschaften sind diese Heiden involviert? Sie halten eine Zeremonie ab, um die Kräfte des Schlüssels freizusetzen. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen die Tore des Tempels einreißen. Es scheint, als ob sie einen Graben durch die Stadt gezogen haben, um uns auf der anderen Seite zu halten. Ein hier lokalisierter Außenposten des Maschinenkults ermöglicht uns den Zugang zu Fahrzeugen, die wir sicherlich benötigen werden. Sichern Sie den Außenposten und stoppen Sie die Zeremonie. Alles klar. Wir gehen mal mit denen jetzt hier hin. Ich treffe immer meine Ziele. Wie kann ich dienen? Ich folge Ihren Befehlen. Gehen wir mal mit ihm.
dem direkten Vorne hier. Dann brauchen wir eigentlich das. Ja. Holen wir uns mal eine Kaserne. Erst einmal. Scouts noch einsatzbereit. Was wünscht ihr? Schwärmen aus! Ich möchte nämlich mit denen hier rüberspringen. Der Himmel gehört uns! Der Feind greift an für den Imperator! Ich bin bereit. Apothekarius bereit. Bringt mich zu den Verwundeten. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Habt ihr Zweifel an euren Zielen? Scouts erwarten Anweisungen. Wie kann ich euch helfen? In angemessener Eile. Wir brauchen auch mal. Ich erwarte ihre Anweisungen. Der Imperator wacht über uns. Apothekari. Ja, die sollten das hoffentlich halten. Space Marines einsatzbereit. Position gesichert. Erwarte Befehle. Verstanden. Einnehmer im Namen des Imperators! Nehme Schaden! Kontrollpunkt identifiziert. Infiltriere feindliches Territorium. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Und die Space Marines, unsere Verbündeten hier. Die sollten diese Chaos Space Marines locker wegkriegen. Ja. Bei dir teilweise zu. Ich bin hier, deffen um und euch zu dienen. Den Bereich auch zu halten, ist ein bisschen schwierig. Hütet euch vor dem Alien, dem Position gesichert. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden wir geben. Sind die Auserwählten des Imperators. Befehle erhalten. Okay, hier stehen auch zumindest noch ein paar. Nicht mehr viele, aber zumindest ein paar noch. Wie kann ich euch helfen? Wir werden dann auch noch eine weitere Bastion uns holen. Und wir müssen hier runter, weil dann können wir nämlich hier auf die ganzen Maschinen zugreifen. Ketzerei! Mein Glaube schütze dich wie ein Schild. Ich bin bereit. Space Marines einsatzbereit. Position gesichert. Wissen ist verstanden. Behütet es gut. Befehle erhalten, Bruder. Schwärmen aus. Angreif! Fürchtet nicht die Psionika. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Verfügt über mein Wissen. Fürchtet nicht die Psionika. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Wir werden der Feinde des Imperiums vernichten. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. Erwarte Befehle. Ketzerei entspringt aus Müßigkeit. Wie kann ich euch helfen? Bauroutine 7. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer.
Ich bin bereit. Immer aufmerksam. Ich bin bereit. Erwarte Befehle. Jetzt haben wir von diesen Placements noch gute Feuerunterstützung, die wir dringend brauchen. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Ich treffe immer meine Ziele. Wir brauchen noch dieses Relikt. Neue Gruppe werde getroffen! Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. So. Verfügt über mein Wissen. Trupp zerschlagen! Niemand kann sich uns entgegenstellen. Ja, geht. Und den Skriptor hinterher. Spürt meinen Zorn. Zurückfallen lassen! Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Zumindest haben wir diesen Punkt jetzt gesichert. Kann man auch schon mal so sagen, es ist nicht unbedingt. Jawohl! Vor allem der Anfang, vor allem wenn man sich vornimmt, hier die Space Marines zu sichern. Der Imperator wacht über uns. Wir nehmen Schaden der Welten des Imperators. Wir brauchen noch mal ein paar Servitoren, weil die haben wir verloren. Und man sieht auch, das ist nicht fertig geworden. Was wünscht ihr? Fürchtet nicht die Psioniker. Niemand wird uns aufhalten. Was wünscht ihr? Wenigstens noch mal einen Trupp sichern können. Hm. Jawohl, eure Herrlichkeit. Machen wir auch das Upgrade hier. Und Schuld gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Facetten der Schuld. Der Glaube ist unser Schild. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Okay. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Dann braucht man noch ein paar Space Marine Trupps. Die Bastion sollte auch bald fertig sein. Außerdem, ich möchte so schnell wie möglich hier rüber. Wie kann ich euch helfen? Gebiet gesichert! In angemessener Eile. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Space Marines einsatzbereit. Bauprotokoll eingeleitet. Und hier rüber zu kommen ist eigentlich super simpel. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung. Weil man braucht mit eigentlich nur Toren. Einen Jump-Trupp, der dann hier rüber jumpt und hier dann bloß hier dann schnell hingeht. Aber was ich erst einmal empfehlen kann, ist, sich hier diesen Bereich ein bisschen zu sichern. Ich bin bereit. Ich treffe immer meine Ziele. Mal hierhin. Immer aufpassen. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bauroutine 721. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Wir stehen zur Verfügung. Einnehmen im Namen des Imperators. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Huldigt dem Imperator. Und hier sind auch noch ein paar Kultisten. Führt uns zum Feind. Gehen wir mal Befehle erhalten, runter oder? Geben die. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben.
können wir uns ja leisten, das erste Upgrade. Das ist ja unfertig. Ja, eure Herrlichkeit. Können wir das gleiche mal machen. In angemessener Eile. Der Glaube ist unser Schild. Führt uns zum Feind. Zu Sieg und Ruhm. Befehle erhalten. Weil mit Plasma machen wir an den Chaos Space Marines doch ein bisschen mehr Schaden. Stehe unter schwerem Beschuss! Okay, das Relikt wird schon mal eingenommen. Führt uns zum Feind! Ziel gesichtet! Huldigt dem Imperator! Für den Imperator! Für den Imperator! Wir kennen keine Furcht! Folgt mir in den Kampf! Machen wir mal schon diese Upgrades hier. Und holen uns schon mal diesen Space Marine Drop. Wir brauchen nämlich den Maschinenkult, das heilige Artefakt. Wie kann ich euch helfen? Wie ihr wünscht. Wir könnten hier Cybots bauen. Das wird schon gehen. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten. Weil die könnten wir auch auf die andere Seite bauen. Ah, ganz einfach bringen. Mir nach. Der Glaube ist unser Schild. Wir stehen aber zur das Verfügung. Muss ja nicht sein. Bleibt wachsam, unser Feind. Das, dann können wir eigentlich schon diese ersten Upgrades hier machen. Der Tod kommt von oben. Oh. Führt uns zum Feind. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Wir stehen zur Verfügung. Wir stehen zur Verfügung. Wir werden geschossen. Protokoll 23 einleiten. Verstanden. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Dann können wir das gleiche hier auch machen. Wie ihr wünscht. Ja. Ich werde gehorchen. Bauprotokoll eingeleitet. Bessern. Verstanden. Der Himmel gehört uns. Verstanden. Jetzt laufen wir hier nur noch. Zerstören, eliminieren, vernichten. Ziel gesichtet. Der Außenposten ist sicher, Captain. Die Tore zu diesem Tempel wurden so gebaut, um selbst dem stärksten Angriff standzuhalten. Um sie niederzureißen, brauchen wir Hellfire-Cyborgs und Predatoren. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Wir sind mit der heiligen Macht der Land Raider gesegnet. Sie können Ihre Dienste im Maschinenkult ersuchen. Ja, Eure Herrlichkeit. Das ist doch schon mal super. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Wie kann ich euch helfen? Position gesichert. Ich erwarte Ihre Anweisungen. McToon, wie ihr wünscht. Im nächsten Teil Winter Assault sind haben Servitoren kein Einheitenlimit. Da sind die auf viel begrenzt. Die müssten eine Begrenzung haben. Anweisungen. Mach mal noch das. Nicht. Wenn wir jetzt dann Next Upgrade uns hier ich holen. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Bauroutine 721 eingeleitet. Dann bauen wir mal ein paar Motoren. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ein bisschen wenig Energie haben wir. Leider. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Nochmal hier vor. Wie
wie ihr verlangt. Weil dieses Orbital Relais würde ich auf dieser Seite hier bauen. Dann können wir hier die Einheiten anfordern. Position gesichert. Den anderen Sensor hier rüber bekommen. Befehle erhalten. Und sobald wir auch diese Bastion hier haben, enden die Angriffe des Chaos, dieser Chaos-Kultisten. Weil dann können wir auch nach und nach Terminator-Trupps bauen. Erwarte Befehle! Das. Rüsten wir die mal auf. Nochmal zum Schwer. 150 brauchen wir. Ja, die Plasmageneratoren werden gebaut. Weil um Mineralien brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Weil die kriegen wir gut rein. Aber um Energie, das ist noch unser kleines Sorgenkind. Ja, da brauchen wir aber noch das nächste Upgrade. Derzeit könnten wir diese Hochposten weiter ausbauen. Der wird der auch schon? Yep. Oh, den haben wir noch gar nicht aufgerüstet. Machen wir das gleich auch. Auch aufwerten. Aufwerten. Jawohl, eure Herrlichkeit. Ja, dann haben wir nämlich Bauroutine 721 eingeleitet. Den mach mal hier. Bauroutine 721 eingeleitet. Nee, der nicht. Ah, da haben wir. Jetzt haben wir das. Dann machen wir auch bessere Energie. Weiter machen wir gleich die ganzen Upgrades. Und dann sparen wir kurz. Ich bin hier, um euch zu dienen. Bis wir Bauprotokoll eingeleitet. Bauprotokoll eingeleitet. Wie kann ich euch helfen? Das. Verstanden. Ah, der Energiegenerator ist jetzt online. Ja. Den baust du noch schnell fertig und dann machst du mir die Bauroutine 721 eingeleitet. Diese Sachen fertig und der Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Gib mir hier rüber. Befehle erhalten, Bruder. Mal diese Upgrades der Infiltration braucht man nicht. Ja, der Land Raider. In dem Teil, bis zum zweiten Teil kann man eigentlich sagen, eine recht interessante Einheit. Er kann auch Terminator-Trupps befördern. Das ist aber eher im zweiten Teil interessanter. Da man auch, man kann hier mitten im Feld forcen und im zweiten Teil geht das nicht mehr. Da muss man wirklich und tragt eine große Waffe. Entweder zum Hauptquartier zurück führt uns oder zum an einer Beacon. Gibt noch ein paar andere Gebäude, wo man das so sozusagen reinforcen kann. Immer aufmerksam. Und dazu zählt dann auch der Land Raider. Wie befohlen.
Und so ein Terminator-Trupp ist halt Tech 3, so wie hier. Aber bis man die dann auch hat, vergeht eine gewisse Zeit. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Es gibt auch vom Land Raider her verschiedene Versionen. Zum Beispiel Land Raider Crusader, Land Raider Verboss und den aktuellen, den wir haben, das ist glaube ich der Raid Land, das ganz normale Land Raider. Der hat dann auch eine bisschen speziellere Bezeichnung, die ich gerade nicht weiß. Der Verboss hat halt Laserkanonen und das ist der, nee, das müsste der Vollboss sein. Weil im zweiten Teil hat nämlich, ist rechts und links ein Flammenwerfer. Der Geist der Maschine ist vorbereitet. Wie kann ich euch helfen? Hier noch eine Kaserne hin. Und eingeleitet. Diese Halle. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Dann holen wir unsere beiden. Ups, hier uns zum Feind. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Jetzt haben wir auch das orbitale Bombardement. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Aufwerten und aufwerten. Brauchen wir noch ein paar Panzer. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Mal ein paar Apothekare noch holen. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Wie kann ich Apothekarius, wie kann ich dienen? Wer benötigt meine Hilfe? Apothekarius bereit. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Apothekarius bereit. Was ist Ihr Begehr? Apothekarius bereit. Unseren Servitor. Lassen wir mal hier runterkommen. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Was ist Ihr Begehr? Land Raider steht zur Verfügung. Fürchtet nicht die Psioniker. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Der ganze Bereich hier gehört nämlich dem Chaos. Werde getroffen! Folgt mir in den Kampf! Und der hat halt auch hier oben über gerade auf dem Sieg mehr ein gutes Energie. Hierhin wieder die Hauptkanone verbessern. Hier runter. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Bei die wir erwarten Ihre Befehle. Die kriegen nämlich die Fernkampfterminator. Bringt mich zu den Verwundeten. Nen Apothekari noch. Ich dazu. Folge Ihnen. Verstanden. Land Raider hier. Land Raider hier. Ich folge Ihren Befehlen. Land Raider hier. Predator
Ein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Verfügt über mein Wissen. Stehe unter schwerem Beschuss! Verehrt den unsterblichen Imperator. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ich treffe immer meine Ziele. Arbeiten wir nicht mal hier ganz mit dem Fluch? Ich wolle Ihnen davor! Terminatoren bereit! Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann! Ich möchte nämlich zum heiligen Artefakt. Predator-Kampfpanzer hier! Okay, den haben wir. Dann hier, du bist auch bis hier vor. Der Glaube ist unser Schild. So rum wollte ich's. Angreif! Verehrt den unsterblichen Imperator. Wo werden wir gebraucht? Nehme Schaden! Landrader hier. Spürt meinen Zorn. Landrader steht zur Verfügung. Ich treffe immer meine Ziele. Die haben die Stadt recht gut gesichert. Die Chaos-Base-Marine. Aber auf die Chaos-Einheiten, da werde ich im nächsten Teil erst eingehen. Weil da können wir sie auch spielen. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Für Terra! Na, da haben wir eigentlich schon das Einheitenlimit. Apothekarius bereit. Ich mach am liebsten halt immer noch die Sturmkanonen. Weil in dem hier rentiert sich gerade überhaupt nicht auf was anderes zu gehen. Wir haben halt gerade nur die Chaos-Truppen gegen uns. Hätten wir jetzt viel mit Infanterie, halt nicht mit leichter Infanterie sozusagen zu tun, dann würde ich den Flammenwerfer schon hernehmen. Aber so bringt es halt für mich gerade nicht. Den gehen wir jetzt in die Vor. Der Apothekarius bereit. Landrader steht zur Verfügung. Angriff. Wow. Größter Kampfpanzer hier. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Das sind schon einige. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Moral des Trupps wiederhergestellt. Okay. Eure Befehle. Euer Wille geschehe. Apothekarius bereit. Diese Geiseln muss weg, weil das ist sozusagen auch ein Artilleriefahrzeug. Zurückfallen lassen und formieren! Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Zerstören! Eliminieren! Vernichten! Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Bisschen das was zu tun. Wartet. Landrader steht zur Verfügung.
Weil es muss noch nicht kaputt gemacht werden. Die Gegner des Imperators werden unter schweren Beschuss. Mach mal schnell dieses schwere Geschütz hier kaputt. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Bringt mich zu den Verwundeten. Apothekarius, wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Wo diese restlichen Chaos Space Marines hingegangen sind, weiß ich jetzt nicht. Apothekarius bereit. Hüte, die Tore sind zerstört. Schnell, stoppt sie, bevor Ketzer. Sie fertig sind. Captain, die imperiale Armee ist angekommen. Der Sieg ist unser. Angriff. Moment, warum greifen Sie nicht an? Das ist Verrat. Space Marines, vernichtet diese Ketzer. Yep. Diese Space Marines haben sich gegen den Imperator gewandt. Und hier vorne ist... Fürchtet nicht die Psioniker. Stehe unter schwerem Beschuss! Jetzt auch rund, weil da sind auch noch mal einige der imperialen Armee, die sich gegen Angriff. Uns gestellt haben. Aktiviere Sprungmodul. Greife den Feinde aufmerksam. Weg, weil die großen Fahrzeuge bringen hier nichts. Apothekarius bereit. Ja, dann hätten wir es. Inquisitor Toth ist auf deinen Wunsch hier. Und was berichten unsere Scouts? Die Ablenkung der Wachen war erfolgreich. Der Chaos-General und seine Leute sind entkommen. Trotz allem sind wir ihnen auf der Spur und befragen einige der gefangenen Wachen. Wieso habe ich das nicht vorausgesehen? Wie kommt es, dass ich blind bin, wenn es darauf ankommt? Meinst du diese verräterischen Wachen? Oder die Vernichtung deiner Heimatwelt Cyrene? Ich hätte die Verwesung vor ihrer Ausbreitung sehen sollen. Aber ich war zu lange blind. Ich habe meine Welt dem Untergang geweiht. Ich löschte Leben im Namen der Inquisitoren aus und sah zu viele Unschuldige umkommen. Und wieder komme ich als Henker. Gesegnet ist der Verstand, der zu klein für Zweifel ist, Gabriel. Vielleicht sprichst du wahre Worte. Für uns beide. Mein Glaube ist stark, alter Freund. Ich glaube an die überlegene Macht des Goldenen Thrones und die Reinheit des Imperiums. Aber du hast den Glauben an dich selbst verloren. Nur was ich sehe, Isador. Nur was ich sehe. Und was seht ihr, Captain? Ich sehe Verschwörer und Lügner, die ihre eigene Agenda mehr beschäftigt als der Wille des Imperators. Ihr könnt mich mit solchen Vorwürfen nicht einschüchtern, Captain. Ihr habt mich angelogen und meine Männer geopfert. Besser, sie sterben mit reinem Gewissen. Wenn hier jemand Schuld an ihrem Tod hat, dann seid ihr es. Ich habe euch gewarnt, diese Welt zu verlassen. Tartarus vor dem Warpsturm zu verlassen. Eure Worte sind immer noch falsch, Inquisitor. Ich weiß, dass ihr hier wart, bevor wir hier ankamen. Ich bin es nicht gewohnt, mich zu rechtfertigen, Captain. Aber ja, ich war hier, bevor ihr hier eingetroffen seid. Ich war hinter dem Schrecken her, der mich in meinen Träumen verfolgt. Derselbe Schrecken, den die Legionen des Chaos suchen. Auf Tartarus gibt es keine Zufälle, Captain. Nur den Sturm, der die Gläubigen von den Ketzern trennt. Sind wir gläubige Männer, Toth? Gute Diener des Imperators? Es wird Zeit, dass wir unsere Differenzen beilegen. Was suchen Sie, Toth? Was sucht ihr hier? Diese Welt ist verflucht, Captain. Vor tausenden von Jahren wurde ein Artefakt von alter, böser Macht hier verloren. Die Mächte des Chaos suchen dieses Artefakt. Sie suchen es schon seit Jahrhunderten, aber sie besaßen nie alle Teile des Puzzles.
Und nun haben sie sie. Imperiale Archäologen haben den ersten Wegweiser gefunden und irgendwie hat der Feind davon erfahren. Mit dem Wissen um den richtigen Planeten und dem ersten Wegweiser war es für sie ein leichtes, den Rest herauszufinden. Nun haben sie das letzte Puzzleteil, einen Schlüssel, um das Artefakt zu bergen. Was ist es für ein Artefakt? Ein Stein. Man nennt ihn den Maledictum. In seinem Innern befindet sich eine Kreatur aus purem Bösen. Eine Kreatur aus purem Chaos. Der Stein hält einen Dämonen von unsagbarer Macht gefangen. Wie ist es möglich, dass die Bewohner von Tartarus nichts davon wissen? Diese Artefakte waren unter ihren Städten begraben. Meine Vermutung ist, dass der Dämon zwar innerhalb des Maledictums gefangen, aber nicht machtlos ist. Er kann immer noch Personen mit Visionen und Einschüchterungen beeinflussen. Der antike Text im Registratum Malpheas spricht von einem Warpsturm, der vor Äonen dieses System heimsuchte. Der Sturm hatte die Bewohner dieses Systems in den Wahnsinn getrieben. Unter dem Einfluss des Dämons versteckten sie die Wegweiser und vergruben den Maledictum, um ihn vor Jägern wie mir zu schützen. Als Kolonisten zu dieser Welt zurückkehrten, wussten sie nichts von den Gefahren. Sie bauten auf den dunklen Plätzen, ohne zu wissen, was sich darunter befand. Und die Elder? Haben sie diese Macht für sich selbst gesucht? Nein, sie waren es, die den Dämonen verbannt haben. Die Elder haben das Wissen über den Stein so streng gehütet, dass sie sich sogar in unsere Suche nach ihm eingemischt haben. Da sie der älteste Feind des Chaos sind, glauben sie als Einzige in der Lage zu sein, seinen Beeinflussungen zu widerstehen. Und wir haben für ihre Arroganz bezahlt. Ich glaube, dass es immer noch möglich ist, diese Katastrophe abzuwenden. Dafür ist es jetzt zu spät. Die Macht des Maledictums ist stark genug, um gläubige Männer in den Wahnsinn zu treiben. Viele der imperialen Armee und der Einwohner sind ihm bereits verfallen. Er greift bereits nach euch und euren Männern. Ich fühle es. Er ruft nach dem Sturm, um dieses System zu verfinstern. Er will uns hier festhalten, damit er selbst die Besten unter uns seinem perversen Willen unterordnen kann. Deshalb wollte ich, dass ihr diesen Planeten verlasst. Das will ich noch immer. Ihr wisst, dass ich das nicht kann. Ich werde nicht im Angesicht des Bösen wanken. Ich auch nicht. Genug. Lasst uns mit diesen Streitereien aufhören und vereint gegen unseren gemeinsamen Feind vorgehen. Zusammen haben wir eine bessere Chance, den Maledictum zu finden und zu zerstören. Sie sind schwach, verängstigt von der Macht, die nur du kontrollieren kannst. Er gehört dir. Du brauchst nur zuzugreifen. Aber sie wollen ihn zerstören, diese kleingeistigen Narren. Denk an das Gute, das du im Namen des Imperators bewerkstelligen könntest. Denk an die Macht, die du besitzen könntest. Sie ist dein. Du brauchst nur zuzugreifen. Der Maledictum gehört mir. Ja, das sind die schönen Verführungen des Chaos. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.